3, 2. Ah, der Himmel. 3, 2, 1. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Storbound. Mit dabei ist Koppel Kane. Hallo. Hallo. Bei diesem tollen, der Himmel. Tollen Himmel im Hintergrund. Es ging gerade so. 3, 2, 1. Oh, der Himmel. Oder irgendwo so. Oh Gott. Dann habe ich mich noch versprochen, weil ich zu schnell geredet habe. Alles SP so. Intro. Dann. So. Ich kann mir keine Gießkanne. Muss weitergehen. Und zwar hatten wir in der letzten Folge ein paar Problemchen, ne? Und zwar müssen wir Treibstoff. Und den kann man nur auf Monden abbauen. Und dafür brauchen wir so ein Gerät, damit wir da atmen können. Aber man kann den auch kaufen. Deswegen gucken wir nachher mal, wie viel er kostet. Denn wir kommen nicht so leicht dran an diesen, ja, an dieses Gerät. Denn wir müssen dafür Titan und so weiter finden. Dafür müssen wir sowieso auf einen anderen Planet fliegen. Und keine Ahnung, wie das sonst klappen soll. Wir werden mal gucken, jetzt einfach im Außenposten, wie viel das denn so kostet. Und wenn es zu teuer ist oder so, dann werden wir mal auf einen anderen Planet, den wir noch nicht hier im Universum, wo wir sind, waren, erkunden. Outpost, zweiter Teleskop, ne? Ja. Bei mir ist immer die Codierung hier vom OBS überlastet, wenn ich mich teleportiere. Jedes Mal. Der Ladescreen ist auch sehr performant. Meine Güte. Performance so. Ach hier, der hat übrigens jetzt hier. Komm mal her. Komm. Wo bist du? Wo bist du? Ich komme. Jeder Dings hier. Quest complete. Du hast mir die Teile gebracht. Wunderbar. Mit ihnen sollte die Sprint-Tech fertig für den Gebrauch sein. Aber es gibt nur einen Weg, dies herauszufinden. Nämlich, dass die nächste Quest ist, was wir da testen sollen. Kannst du die auch abschließen? Nee, kann ich nicht, weil ich kein Kupfer habe. Jetzt warte mal, ich guck mal, wie viel Kupfer ich habe. Ich glaube, ich habe noch ordentlich übrig. Ich habe 10 übrig, das reicht, ne? Wie viel brauchen wir denn? 10. Hier, nimm. Gieß auch ab. Und plötzlich ist er interessiert an mich, ne? Ja, schön. Ja. Das, so, da kommen wir starten, die, oder? Das was Kai gerade hier vorgelesen hat. Brauche ich nochmal. Ein Sprinter-Typ. Ja, ein Sprinter-Typ. Klar, annehmen. Meine Sprint-Tech muss ausgiebig getestet werden, bevor sie in die Massenproduktion gehen kann. Würde es dir was ausmachen, sie auf Herz und Nieren in meinem Hinderniskurs zu testen? Spreche mich wieder an, wenn du bereit bist und ich kann dich dorthin bringen. Annehmen. Sollen wir das direkt machen? Na klar. Na komm, los. Re-Adi. Oh, der Floraner. Wow. Re-Adi. Vor allem, ich hab dich noch hoch teleportieren hören, obwohl ich schon weg teleportiert. Ich hoffe, wir sind jetzt in demselben Dings. Oh ja. So, ich weiß sogar, wie das geht. Dieser Hindernislauf erfordert die Verwendung der Dash-Technologie. Ach so, ja, ich kann gerade nicht weiterlesen, weil ich mich konzentrieren muss. Ja, mit Doppel-D. Das ist eigentlich keine Kunst, wenn man es zu zweit macht, nur so als Info. Das sowieso nicht, theoretisch. So, diese Türen scheinen einen sehr kurzen Timer zu besitzen. Es ist löblich, dass du die Absichten besitzt, solche Frustrationen durchzuhalten. Okay, sehr kurz. Okay, geschafft. Ablesungen deuten darauf hin, dass dies Krygone Strahlfelder sind. Sie sind nicht tödlich, aber jeglicher Kontakt wird deinen Fortschritt irgendwie irgendwas, keine Ahnung. Hey, und wie komme ich jetzt durchs letzte durch? Ach, da muss man langen. Ah, okay, das machen wir also. Ganz am Anfang. Ach man. Nein, ich hab schon wieder verkackt. Okay. Hier ist es schon. Nehmen wir so einfach hier hinten irgendwie. So. Okay, ich brauche gar nicht mehr weiterzumachen, weil ich eh nicht mehr durch die Tür hinten ankomme. Wie soll das denn gehen? Da muss man ja genau abstimmen, ey.
So, das ist wäre zu spät wieder, wenn das ausgeht. So. Ich kann das nicht schlecht einschätzen, in welchen Bereich die wann ausgehen. Hä? Hey, manchmal gehen die zuerst aus, dann die? Das ist ganz komisch. Ich lass dich mal machen. Ich habe immer noch okay. meine Flügel an, sehe ich gerade. Ich mach mal meine Flügel ab. Ich weiß nicht, ob dich das verstört oder was. Oh. Hä? Darf ich auch mal probieren? Guck mal, jetzt. Guck hier, das war schon wieder zu spät. Kann ich einfach auf den Dings erstellen. Wow. Ja. Vor allem, jetzt schaffst du es wahrscheinlich nicht, ne? So, ich bin drüben. Oder? Tastet? Ah! Nee, okay, jetzt hast du den Kopf verkackt. Glück gehabt, der Timer ist hoch genug. So, sind fertig. Wir sind fertig. Drückst mal Außenposten. Das ist doch cool. Jetzt haben wir klar. Jetzt können wir Upgrade okay, freischalten. Aber... Das ist das Gute. So, dann gehen wir mal zurück. So. Die Tash, die Sprint-Tash scheint perfekt zu funktionieren. Wunderbar, bitte behaltet diese Tash als Zeichen meiner Anerkennung. Ich habe auch noch weitere Prototypen, die getestet werden müssen. Also buch mich wieder. Was? Besuch mich also besuch wieder, mich wieder. Wenn du bereit bist. Wollen wir gleich? Ja? Ja? Weiß nicht. So, das können wir aber hier ist schon ausgewählt, okay. Kopftechnik und so weiter geht nämlich auch noch. Keine Ahnung. Was ist das nächste? Sprung in der Entwicklung. Ich arbeite an einer neuen Tech, die es dem Benutzer ermöglicht, einen Sprung mitten in der Luft auszuführen, um unglaubliche neue Höhen zu erreichen. Unglücklicherweise benötige ich noch ein paar Komponenten, um es fertigzustellen. Könntest du mir 10 Silberbarren bringen? Ja, warte mal, Silber haben wir doch schon. Quest complete! Prächtig! Mit diesen Ergänzungen ist die Impulssprung-Tag zum Testen bereit. Komm und rede wieder mit mir, wenn du gerne dabei helfen möchtest. Komm, wir machen das. Ja direkt. Klar, ich habe nämlich auch übelst viele Silberbarren. Meine Impulssprung-Tag benötigt intensive Tests, bevor ich sie vertreiben kann. Mein neuer Hindernisparcours ist bereit und wartet schon. Rede, bla 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 bla. Annehmen, dann nochmal, ready. Adi. Das machen wir noch und dann beenden wir die Folge. Das sind wir mal wieder pünktlich, denke ich. Wir haben 8 Minuten, was redest du? Ach nee, bei mir läuft das schon länger, tut mir leid. Ah. Um die Impuls bla 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 zu benutzen, drück Leertaste in der Luft. Okay, das ist cool. Ja, hatte ich ja auch damals, als wir gespielt haben, privat. Wir haben doch gar nicht privat gespielt. Wie? Ah! Oh, hab ich gesehen, wie du runtergefallen bist. Hä? Achso. Ah, okay, okay, okay. Ach! Mann. Ach, verdammt. Es gibt noch einen Sprung, da kann man zweimal in der Luft. Das ist geil. Hier kann man nur einmal. Hab ich ganz vergessen. So, ich bin fertig. Und du, wo bist du denn? Ah, da bist du. Und wo muss ich jetzt hin? Ja, da lang. Ah. Das war ein bisschen dumm. Hätte es ein bisschen später drücken sollen. Ja. Ich muss jetzt hier runter und dann hier auf diese Plattform hier, wo ich bin. Das. Okay. Ich bin so übelster Skiller, ne? Ja. Ja, da habe ich auch verkackt beim letzten. Ja, ich war allgemein ein bisschen länger. Och Mann! Weil ich so viel zurück, zu früh. Ich bin so errin. Ja. Ich bin so errinfie. Ich mein, du hattest das ja auch schon mal, ich ja ne. Ja, ne, ich kann mich auch nicht. Guck, erinnern, ich bin doch ganz fix. Ja. Dann rückkehren.
gleichzeitig war. Na, nee, bei mir war es ein kleines Stück verzögert. Ja, bei mir auch ein Millisekunde. Ja, ja. Aber so fast. Und beide, auch beide gebückt und fort. Du hast auch gerade probiert, ich weiß es ganz genau. Ja, hab ich. Lest du mal vor. Oh Scheiße, ich hab schon wieder weggedrückt. Best complete. Zum richtigen Abschluss springen. Die Impuls-Sprung-Tech scheint wunderbar zu funktionieren. Behalte sie, du hast es verdient. Schön. So, und jetzt der nächste. Lest mal vor. Eintreiben der Komponenten. Die Tech, an der ich gerade arbeite, ist einfach fantastisch. Sie befähigt ihnen Benutzer in eine kleine Kugel komprimiert zu werden, die ideal ist, sich in engen Räumlichkeiten zu bewegen. Ich benötige nur noch ein paar Komponenten, um diese fertigzustellen. Könntest du mir 10 Goldbarren bringen? Die kenne ich, die hatte ich auch annehmen und Quest complete. Hast du zu viele Goldbarren? Ja. Hast du noch welche? Ich habe nämlich keine. Warte, ich lese kurz vor. Absolut fantastisch. Alles, was jetzt noch fehlt, ist die Deformationskugel Text zu testen. Und ich habe schon den richtigen Kurs dafür. Hast du noch ein paar Goldbarren? Wie viel? 10 Stück brauche ich. Ich hab 2. Oh nee. Na, dann müssen wir wahrscheinlich mal demnächst, aber noch nie machen, ne? Machen das demnächst dann zusammen. Oder? Ja. Tut mir leid. Das hat mich schon gewundert, wie weit wir gerade gekommen sind. So, was müssen wir denn jetzt machen? Jetzt müssen wir kurz mal gucken. Ja, wo war das denn? Das war ja hinten. Treibstoff. Huch. Hi. Wohin bist du gerannt? Nach links. Beim Infinity Express war das, glaube ich. Ah, denk, nee. Das die Sprintfunktion. Doch, ja. Arishus oder Arishus Treibstoff, Kraftstoff. 5 Pixel. Wie viel brauchen wir davon? Viel. Sehr viel. So, aber ich verkaufe erstmal Zeug, würde ich sagen. Hol mal. Hol mal für 300 Pixel. Mal gucken, ob uns das weiterhilft. Ich habe übelst viele Grabsteine im Inventar, die durch das alle verkaufen. So, 60 Mal. Primitiver Sessel. Oh, der macht Kohle. So, was habe ich denn noch? Große Treppen. Bunker. Brauchen wir Treppen noch für uns ein Haus? Ach, kann ich eh nicht verkaufen, okay. Wasser, kann man Wasser verkaufen? Nee. Kann man Gift verkaufen? Portable Wooden Gate. Nee. Glowing Orb. Setzling. Brauchen wir Setzlinge? Eigentlich nie, oder? Soll ich die ganzen Kisten verkaufen oder brauchen wir noch welche? Verkaufkisten. Auch die goldenen, die wir gefunden haben. Brauchen wir unbedingt goldene Kisten? Also, später könnten wir im Raumschiff Kisten gebrauchen, aber... Wer hat Hunger? Ich oder du? Ich. Raumanzug, kann man den verkaufen? Oh ja, wollen wir den Raumanzug verkaufen? Ah, ne, den brauchen wir noch, oder? Oh nee. Keine Ahnung. Ja. Na komm, den Raumanzug behalten noch. Auf jeden Fall müssen wir auch irgendwann das Schiff mal upgraden, ne, dass wir mal mehr Räume haben. Dann können wir auch da mal uns einrichten irgendwann. Oh, und das Sicherheitshelm, der macht übelst. Der macht 600. Das Sicherheitshelm. Weißt du, wie viel mein Helm macht, mit der leuchtet? Nee. 2500. Mache ich aber nicht, den will ich behalten. Hier, meine Mütze, ne, die Gnomkappe, die rote, die gibt auch 2500, soll ich verkaufen? Was machen denn meine Flügel? Ah ne, Verkaufswert ist 500. Meine Flügel aber behalte ich. Der Wert ist anders. Ich komm weg damit. Brauchen wir Seile? Ja, ich behalte mal die, so viel Platz nimmst du auch nicht weg. Ach, ich habe hier so Zwerge, guck mal. Ja, habe ich auch. Aber verballert die doch nicht sinnlos. Ich habe von 29 Stück. Ich habe 17. Wirf diese kleinen Kerle, damit sie für dich kämpfen. So, wenn ich das ja alles verkaufe, bekomme ich 666. Weiß schon. Ja, ja. Ich mach's einfach mal, weil ich muss so schnell was essen erstmal. Ich Setzlinge, also braucht man nicht, ne? Setzlinge. Aber die geben ja gar nichts. Nee, die von daher. Nichts. Ich glaube, in dem Tab gibt gar nichts. Irgendwas. Doch, die Kisten. Doch, die. Ja, genau. Wie viel gibt der Diamant?
42, also behalte ich aber lieber. Ja, ich lasse es mal so. Ich habe noch. Also ich kaufe jetzt diesen Treibstoff für 300 Tacken, ne? Habe ich auch gemacht. Aber wir können ja mit einem Schiff reisen. Das ist ja Quatsch, mit zwei Schiffen reisen. Das ist Ressourcenverschwendung. Guck mal, den kann man sogar setzen hier. Wenn es überhaupt geht. Ich weiß ja nicht, wie viel das ist normal. Ach, ich lasse es so. Ich baue oben eine Kiste jetzt auf. So, können wir wieder hoch oder wollen wir noch irgendwas kaufen hier? Irgendwas noch? Ich guck gerade. Verbände könnten wir kaufen. Haben die Omidipacks? Nee, schade. Soda. Milch. Wow, kostet aber viel. Schokolade. Batterie brauchen wir auch irgendwann nochmal. Ich kaufe mal noch zwei Verbände. Wofür ist denn der Verbandskasten? Stellt 100 Gesundheit über 10 Sekunden her. Ah. Wie viel holst du? Alter, sind die teuer. Ja, ich habe mir nur zwei geholt. Jetzt habe ich noch 1135. Ich habe noch 1800. Alter. Ich habe ja ein bisschen verkauft eben. Ich hole noch zwei Sodas. Zwei Sodas kosten 400, ne? Nur das Info. Ja, ja. Ist ja wie in GTA hier. Jetzt habe ich nur noch 1400. Das Einzige, was realistisch ist in GTA, sind die Bierpreise. Sonst, die sind eigentlich schon realistischer. Oh, der Hund hängt fest. Ach, ich kann upgraden hier, Manipulator. Warte mal, kann ich das auch? Drei Module habe ich. Die Fläche, nein. Ich könnte die upgraden, dass ich Flüssigkeiten... Nein. Geschwindigkeit. Ja, okay, mir fehlt noch eins. Ich will nämlich Geschwindigkeit unbedingt upgraden. So, komm, wir gehen wieder hoch, ja? Du meinst drunter? Nee, aufs Schiff müssen wir doch. Naja, zu deinem Schiff. So. Das ist auch nicht oben, das ist ja für mich... ich denke, das ist unten, nicht oben. Oder etwa nee. Hä, warte nochmal. Das Schiff ist immer oben oder näher. Ja, doch. Nee, unten ist das. Ach, ich hab doch keine Ahnung. Keine Ahnung, was du da laberst. Egal. So. Dann müssen wir das Ding bezahlen. Mal gucken. 60 Treibstoff. Alter, das bringt gar nichts. 300. Das ist zu wenig, oder? Naja, wir sind schon mal aus der Reserve raus. Ich weiß nicht, brauchen wir voll? Nee, voll nett. Wir brauchen, glaube ich, für eine Hinreise 100 oder so. Na, wir haben und zurück 120. Auch nochmal 100. Sollen wir noch ein bisschen holen? Wir können auch dann nochmal für 300. Wir haben ja eh unten gerade alles angepflanzt, da würde ich nochmal runtergehen. Ja, kannst du ja machen. Ich gehe nochmal ein bisschen holen, okay? Beim Außenposten. Kannst du machen. Du hast ja auch noch genug. Ich will ein bisschen sparen. Ich will das alles verlieren, wenn ich sterbe. Hier regnet es wenigstens. Und dann müssen wir noch hier markieren, ne? Als Benchmark. Oh ja. Nicht Benchmark. Aber ich weiß, was du meinst. Als unser toller Planet. Ja, genau. Immerhin haben wir jetzt eine Sprungfunktion und eine Sprintfunktion. Schon mal was Gutes. War nicht die beste, die es gibt. Die beste Sprintfunktion. Oh Gott, ich bin falsch gerannt. Ich bin zu Esther gerannt. Och Mann, kaum bin ich auf dem Planeten, schon habe ich Hunger. Falscher Teleport ausgewählt. Oh Gott, wir müssen auch jetzt beenden dann wieder. Ja, ich kaufe noch kurz und dann beenden wir. Schlimm, wenn wir getrennt beenden. Ich kann jetzt zu dir kommen. Oder kannst du was abbauen da oder noch nicht? Ich bin gerade wieder in dieser tollen Mine. Weil ich schon nichts abbauen konnte. An der Mine haben wir ja glaube ich alles schon abgebaut. Komm, hol doch auch nochmal Kraftstoff für 300. Ja, werde ich schon gleich machen, weil ich noch was gefunden habe, was ich teuer verkaufen kann. Ich würde aber erst mit der Folge beenden, oder? So, ich habe es gekauft. Ab nach oben. Aber... das Spiel ist abgeschmiert. Oh, nee. Kannst du auch? Nee. Ich bin bei dir auf dem Schiff. Beim Teleportieren ist abgeschmiert. Ja, ja, die Aufnahme ist bei mir ist beendet. Weil bei mir beendet sich die Aufnahme automatisch, wenn dann das Spiel startet Spiel und dann machen wir Ende, oder? Ja, ich muss erstmal reinkommen wieder, warte mal. Dann tut noch der Treiber abstürzen. Ja,
Ich guck in den Chat, du guckst auf den schwarzen Bildschirm und wir beide nur so, Das Bessere fällt uns da wohl nie ein. Ah, okay. Hab ich denn den Treibstoff noch? Ich guck mal kurz. Da es serverbasiert ist, müsste noch da sein. Ich mache schon mal Ende, ne? Nee, warte mal. Warte doch mal. Ich muss auch erstmal die Aufnahme gleich wieder starten. Ach so. Hast du nicht gestartet? Kurz gucken. Nee, du musst Ende machen. Hä? Wo ist denn der Treibstoff hin? Warte mal, sehe ich. Und ich hab noch gesagt, wir machen noch die eine Mission, dann beenden wir die Folge. Ja, hat einmal frei funktioniert mal wieder. Es waren 8 Minuten, ne? Nur als Information da zu dem Zeitpunkt. Egal. Ach ja, genau. Du musst Ende machen. Ja. Ja, gerade ist bei mir das Spiel abgeschmiert, aber egal. Ihr könnt ja die verpassten Szenen bei mir auf dem Kanal angucken. Ja, tolle verpasste Szenen, ist ja viel passiert. Na, wir haben gerade wieder einen riesen übelsten Endbosskampf gemacht, aber das könnt ihr alles. Du da? Das könnt ihr alle bei mir auf dem Kanal sehen. Er lügt. Du aber lügst. Ich glaube, mein Dings ist weg, mein Treibstoff ist. Es ist schön, dass dein Dings weg ist. Egal, danke fürs Zuschauen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wir werden dann mal gucken, ob wir irgendwie was anfangen können. Aber ich würde sagen, wir reisen trotzdem noch nicht. Wir gehen erst zum Desertplanet, also zu der Wüste, ne? Ja. Okay, dann. Huch. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut und tschüss. Tschüss.